Nach einem gültigen Versuch mit 110 Kilogramm setzt Bittner seine Arbeit mit 115 Kilogramm fort. Dritter Versuch, 117,5 Kilogramm. Wieder einmal gibt es im Stoßen des Federgewichts für Österreich eine herbe Enttäuschung. Nach Totalversager bei der Weltmeisterschaft 1973 in Havanna und bei der Europameisterschaft 1974 in Verona ist Kurt Bittner auch in Manila nicht imstande, eine gültige Leistung zu erzielen.